also 63 nach Hamburg gekommen, war dann ab dem Sommer 63 im Sommersemester politisch im liberalen Studentenbund aktiv und wir tagten, weiß ich nicht mehr in welchen Abständen, wir tagten jedenfalls in der Glockenkarte. Das war eine Kneipe an der Ecke Grindelallee, Bundesallee oder Bundesallee Verbindungsbahn, eine von beiden. Jedenfalls eine Kellerkneipe, die Kellerkneipe gibt es heute noch, heißen tun sie nicht mehr so. Da gab es also eine Kellerkneipe, Glockenkarte und wir waren im Hinterzimmer. Und ich weiß das noch an dem Abend, wir tachten, das war so ein großer, langer Tisch, wo so, weiß ich nicht, 10, 12 Leute dann saßen wir und ab und zu musste man natürlich mal raus, entweder um Bier neu zu bestellen oder auch mal um auf die Toilette zu gehen. Und ich war einmal draußen, wo der Wirt dann an der Theke sagte, also irgendwie habe ich eben am Radio gehört, das Radio dudelte dann eben hier, da soll ein Attentat auf Kennedy sein. Das war in dem Moment noch nichts. Das rieselte einfach nur, es war, ich hatte das akustisch vernommen, dann, an mir nicht. Bin wieder rein, ich weiß gar nicht, ob ich den anderen was gesagt habe. Jedenfalls kam der Nächste auch nach einiger Zeit dann auch, der draußen war, wieder rein und sagte, da soll irgendwas Dolles passiert sein mit Kennedy. Und dann wurden wir irgendwie aufmerksam und wir sind dann auch schon in den Vorraum gegangen und dann war wohl deutlich, dass Kennedy verletzt worden war bei einem Attentat und ins Krankenhaus gebracht worden war. Das war, diese Reaktion erinnere ich jetzt gar nicht mehr so genau, das war irgendwie unwirklich. Das, also ein Attentat, heute sind ja Attentate gang und gäbe, muss man leider sagen. Damals 1963 kannte man das nicht, vor allem wir als Jüngere kannten das überhaupt nicht. Weder in Deutschland noch in Amerika noch sonst irgendwo. Das war Attentat, war jenseits eigentlich unserer Erfahrung. Das gab es einfach nicht. Und Kennedy war eine Lichtgestalt, das muss man auch sehen. Bei uns regierte ja Adenauer noch. Unterschied von 40, 50 Jahren, ne? Lebensalter. Ja. Später am Abend, das muss dann gegen 11 gewesen sein oder halb 12 oder 12, sind wir dann Richtung Dammtor gegangen, eigentlich um nach Hause zu fahren. Und am Dammtor standen die ersten Straßenverkäufe schon mit den Sommermeldungen der Zeitung. Da gab es die Morgenpost, glaube ich, die hatte schon die ersten Sonderausgaben gemacht, Attentat auf Kennedy. Kennedy tot oder ob tot, weiß ich nicht, ob das da schon feststand. Jedenfalls Attentat auf Kennedy und auf jeden Fall war er lebensgefährlich verletzt. Das auf jeden Fall. Ich glaube, es war auch schon deutlich, dass er tot war. Und ja, wir haben denen das natürlich auch aus der Hand gerissen, das war klar. Völlig entsetzt eigentlich gelebt. Und haben das gelesen und wir sind dann irgendwo mit einem ganzen Trupp weitergezogen, Dammtorstraße hoch, und da gab es damals gegenüber der Staatsoper das Kino Waterloo. Das erinnere ich auch ganz genau, das muss dann ja, das muss ja gegen 11, halb 12 dann gewesen sein. Da war gerade das Kino zu Ende. Und da strömten die Menschen aus dem Kino. Das muss irgend so ein Waterloo war reines Unterhaltungskino und da strömten die Menschen raus, laut, lärmend und fröhlich und lustig. Und dann standen da die Zeitungsverkäufer, Attentat auf Kennedy ermordet. Und das war Schluss. Also das war, das sehe ich noch so. Dass man also wirklich bei diesen Reihen, den ersten Reihen, die da kam, dann Schluss aus Ende. Schweigen. Und das ging richtig, setzte sich so richtig fort bei den Massen, die da rauskamen aus dem Kino. Ja. Das laute Schnattern hörte schlagartig auf dieser Ruhe. Also das ist ein Eindruck, der ist der ist absolut hängen geblieben. Wir haben anschließend dann noch in einem Lokal in der Kolonnaden gesessen, ich glaube bis zum frühen Morgen um 4, 5. Und haben einfach nur geredet, weil man musste diesen Druck loswerden. Aber es gab keine spontane Versammlung auf der Straße, wo die Leute redeten miteinander. Doch, also auf der Straße weiß ich nicht, aber wir sind weitergezogen dann in diese Kneipe bei Max hieß die in den Kolonnaden und haben da bis zum frühen Morgen gesessen und das war proppenvoll. Der Kennedy-Mord war das einzige Gesprächsthema, was es da gab. Da war ein Bedürfnis, sich auszutauschen, nicht allein zu sein auch. Mit der Trauer wahrscheinlich, ja. Ja, eigentlich mehr mit dem Schock. Mit dem Schock, ja. Eigentlich mehr mit dem Schock, denn man wollte ja was Neues auch erreichen und was anderes und was Besseres erreichen. Man wollte die alten Strukturen ja auch ablösen. Und nun war mit Kennedy derjenige gestorben, der eigentlich Symbol für diese für Erneuerung Ausbruch. War. Ja. Und das konnte man eigentlich gar nicht fassen. Das war im Grunde was unvorstellbar.